Die Frankfurter Buchmesse ist zurück in den Messehallen und ich konnte heute Morgen schon mit einigen Ausstellern sprechen und die sind einfach nur froh, einfach nur erleichtert, dass sie mit den Besuchern endlich wieder ins Gespräch kommen können. Das hat ihnen so, so sehr gefehlt. Wegen Corona gibt es allerdings ein paar Regeln, ein paar Sachen, die anders sind als sonst auf der Frankfurter Buchmesse. Man sieht es vielleicht auch im Hintergrund, die Gänge sind deutlich breiter als sonst. Man will eben Gedränge vermeiden. Viel Sicherheitspersonal läuft rum, achtet auch, dass die Maskenpflicht, die überall in allen Hallen gilt, auch eingehalten wird. Und es gibt eine Ticket-Obergrenze pro Tag, dürfen nur 25.000 Besucher rein, um eben ein Gedränge auch zu vermeiden, dass es eben nicht so proppevoll wird, so wie wir es von der Frankfurter Buchmesse aus den vergangenen Jahren kennen. Heute und morgen sind Fachbesuchertage. Ab Freitagmittag dürfen dann alle Lesefans rein und die können sich auf ein tolles Programm freuen mit vielen Live-Lesungen in den Hallen und in der Festhalle. Das ist so ein bisschen die Star-Halle während der Buchmesse. Da treten unter anderem Comedian-Stars wie Bülent Ceylan, Caroline Kebekus, aber auch Sänger Alvaro Soler auf. Am Einlass unbedingt ein bisschen mehr Zeit einplanen für all diejenigen, die sich ein Ticket für einen der Buchmessetage bis Sonntag ergattern. Impfnachweis wird verlangt, Personalausweis zeigen, das Online-Ticket dann natürlich auch vorzeigen. Und dann gibt es ein bisschen längere Schlangen, so war es zumindest heute, aber das ist alles erträglich. Und dann rein zu den rund 2000 Ausstellern und Spaß haben auf der Frankfurter Buchmesse, die endlich zurück ist in den Messehallen.